Man spricht immer wieder von den sieben Weltwundern. Ich behaupte, unsere Welt beherbergt unzählige Wunder. Und damit willkommen auf Etage 11, Welt der Wunder. Ich bin schon sehr gespannt, was man sich hier hat einfallen lassen, um diesen magischen, zauberhaften Flair einzufangen. Aber wir haben schon gesehen, wir kriegen es hier mit gleich drei Geistermädchen zu tun. So gesehen die drei Zauberschwestern. Und ich glaube, wir werden die noch recht häufig antreffen. Sie sind nach hier rechts entschwunden. Können wir sie sehen? Ja! Da sind sie. Ich glaube, die wollen einfach nur ihre Zaubertricks machen und mehr nicht, oder? Okay. Typischer Streit unter Geschwistern, würde ich mal sagen. Eine fühlt sich minderwertig. Die andere spielt sich auf. Oh, oh nein! Der Stoffhase von Paris Hilton. Deswegen war er auch mit Geldscheinen gefüllt. Naja, sie wird ihn bestimmt nicht mehr vermissen. Mal gucken, was wir hier noch so alles finden. Oh! Ich kann auch zaubern! Nein, man findet hier natürlich relativ viele Gegenstände, die mit Zaubertricks zu tun haben. Der Würfel, es gibt viele Würfeltricks. Auch der Hase im Hut, man kennt's. Oder hier drüben das Kartenhaus, was wir schon halber zerlegt haben. Ich freue mich auf die ganzen Referenzen. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, wie wird man das angehen, um diese Etage besonders zu machen? Auf was können wir uns freuen? Am besten gehen wir einfach ohne große Erwartungen ran und freuen uns gemeinsam auf das, was uns hier erwartet. Was haben wir denn da in der Truhe beispielsweise? Oh! Wie nennt man das? Diese Fake-Gebisse? Ich weiß es gar nicht, aber ja, die sind auch Teil von Trolling-Zaubertricks, nenne ich sie jetzt einfach mal. So, und hier geht's weiter. Jedenfalls, wenn wir die Tür erscheinen lassen. So, aber das haben wir hingekriegt. Schon mal ein schöner erster Raum, vollgeklatscht mit Details. So wird's wohl weitergehen. Ja, da drüben sehe ich schon hier einen ganz, ganz beliebten Trick. Dieses, ich lege mich in den Sarg und eine Säge zerteilt mich. Oh, und wir können die Säge sogar weiterführen, indem wir saugen und blasen. Saugen und blasen. What? Da sind gleich zwei Geldgeister drin. Wie soll man das denn schaffen? Ich habe nur einen. Kann ich den... Ja! Nein, 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 nein. Ich wollte die aufeinander schlagen. Es hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Sind irgendwo hängen geblieben, habe ich das Gefühl. Jetzt. Okay, wir sollten uns schnell den anderen schnappen. Jetzt aufeinander, aufeinander, aufeinander. Oh, der lässt sich wieder nicht treffen, der eine. Komm, beide gleichzeitig, yes! Komm, komm, komm! Boah, Alter, da war jetzt aber auch richtig Glück dabei am Ende. Weil ich bin mir sicher, die werden jetzt jeden Moment abgedüst. Jetzt konnte ich zwar fast nichts aufsaugen, aber wir haben sie zumindest besiegt und ja, kriegen so eben die größtmögliche Chance, jede Menge Geld einzusacken. Aber Bruder, die kann man auch richtig leicht verpassen. Oder, ja, nicht verpassen, aber... Wobei, doch, stimmt ja eigentlich. Aber ich meinte nicht verpassen im Sinne von nicht finden, sondern dass sie einfach abdüsen. Das ist schon nicht einfach. Hilfe! Ein guter Zauberer achtet auch auf Sicherheit. Und lässt seine... Wie nennt man das eigentlich? Probanden? Partner? Versuchskaninchen? Nicht sterben. So wie ihn hier.
Ja, das ist auch eine ganz beliebte Sache, ne? Apfel auf den Kopf und dann Schwert schmeißen oder so. Würde ich mich nicht trauen, damit zu machen. Garantiert nicht. Aber wie gesagt, ein guter Zauberer, der weiß, was er tut und der verrät auch seine Tricks nicht. Und ich muss sagen, ich finde sowas immer ganz faszinierend. Ich bin auch ein Freund von Kartentricks beispielsweise. Aber ich habe auch den Eindruck... Was ist das denn hier? What the fuck? Was geht da denn ab? Okay. Nehme ich gerne an mich. Bin da aber lieber auf die Seite gegangen. Man weiß ja nie, wenn einfach mal 10 Schwerter oder wie viel das waren auftauchen und einem entgegenkommen, da tritt man dann durchaus mal beiseite, glaube ich. Worauf wollte ich hinaus? Ah ja, genau. Bin ja ein Freund von Kartentricks beispielsweise, aber ich habe das Gefühl, dass so Magie und so, das ist etwas aus vergangenen Zeiten. Aus dem letzten Jahrhundert, sagen wir mal so. Weil ich nicht den Eindruck habe, dass es heutzutage noch so gewürdigt wird, wie es gewürdigt werden sollte. Habt ihr auch den Eindruck? Es ist einfach nichts, was so die Jugend, zähle ich mich auch noch dazu, wirklich krass juckt. Was zur Hölle ist das da? Sondern das ist eher etwas, was so die älteren Semester noch fasziniert, oder? Es gibt ja auch keine so Zaubertricks mehr, die man verfolgen kann. Zirkus ist auch so gut wie ausgestorben. Gut, Las Vegas Zaubershows gibt's vielleicht noch, aber... Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt dazu zählen will. Kann ich den Wasserhahn betätigen? Da hat sich doch gerade was bewegt. Da muss man das von der Seite machen? Nee, geht nicht. Okay, was ist denn das da oben eigentlich? Und wie bringe ich das zum Drehen? Ich habe das Gefühl, wir müssen das richtige Icon sehen. Und dann tut sich was. Oh, oh, hä? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh, eine Bombe! Gesprengt werden will ich nicht. Hä? Okay. Das ist sogar ein Edelstein wert? Kann mir das jemand erklären? Ich habe nämlich gerade keinen Plan, wie ich den bekommen habe. Ich habe nur den Raum abgesucht und das hat sich mal gedreht und mal nicht. Okay. Muss ich das verstehen? Aber ich finde es geil, wie viele Details man hier finden kann. Guckt euch mal die ganzen Bilder an und so. Generell wirken die Räume hier sehr voll. Also mit richtig vielen Details. Noch mehr als ohnehin schon. Oh, ist das schön. Bisher sehe ich zwar keine krasse Besonderheit, die die Etage jetzt so mega einzigartig macht, von der Mechanik her. Aber vom Detailheitsgrad finde ich es auf jeden Fall ganz nice. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch eine Etage, die mal wieder etwas klassischer wird, aber dafür eben mit ihrer Vielfalt im Design punktet. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. So, Tierschützer haben aber vermutlich was gegen die Käfige da oben. Zu Recht. Ich werde den Raben gleich helfen, Moment. Huch! Naja, macht Peter ja auch nicht anders. Luigi, du kannst aufhören, by the way, ne? Hätte ich dir vielleicht mal eher sagen sollen. Entschuldigung. Was ist das? Ah, das ist so ein Ding, da kommt so Musik dann raus, oder? Oder ist das mit Puppen? Puppenspieler-Gedöns? Nee. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ihr könnt mir auch die einzelnen Dinger erklären, wenn ich sie nicht erkenne. Aber entweder wird hier hinten mit Puppen gespielt, oder das ist etwas, was so Musik ausgibt. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Da sind noch mehr Raben. Ich befreie euch! Oh, und da haben wir sogar noch eine Perle. Wie kriege ich die raus? BDF, du schon wieder? Dich kennen wir doch schon. Glücklicherweise wissen wir dadurch auch, wie wir ihn erledigen können. Erstmal betäuben, dann die Düsterlampe. Und die Kügelchen einsaugen. Komm, geschwind. Dann sind wir die lebendige Mülltonne los. Yeah. Wo haben wir die schon gesehen? Ich glaube auf der Studioetage, genau. Wo die Filme gedreht werden.
Richtig, da muss ich ja auch wieder zurückkehren irgendwann. Das habe ich nicht vergessen, Leute, keine Sorge. Habe ich nicht vergessen. Aber, ich mache das dann bei Zeit. Da gibt es noch was zu sehen. Das holen wir dann nach, wenn es soweit ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da an diese... Ach so. Ah, okay. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie ich die da runterbekomme, ne? Es ist einfacher als gedacht. Ich feiere ja dieses linke Bild hier, wo der Geist einfach in seine Einzelteile zerteilt wird. Oh, das kann man sogar abziehen. Secret, Secret! Wir finden alle Secrets. Dabei ist es fast eine Schande, dass wir dieses Kunstwerk hier runtergezogen haben. Und nur noch dieses billige, materialistische Gemälde mit den Münzen zu sehen ist. Ja, so sind wir doch gar nicht drauf. Klar, wir sind hier auf YouTube, da geht alles nur um Geld, Spaß. Aber, das war echt schön. Das war echt schön. So, wo gehen wir als nächstes hin? Die Tür verbindet mich eigentlich nur wieder in den anderen Raum zurück. Das hatten wir auch noch nie. Dass quasi der Raum da links optional war. Aber okay. Oh. Das sieht kurios aus. Ach. Na, das hab ich mir ja schon fast gedacht, als ich die da an der Decke hängen sehen hab. Dann ist das also die Besonderheit dieser Etage. Wir laufen an der Decke. Ja, kann man machen. Ist jetzt allerdings auch nichts Neues. Gab's sogar schon im ersten Teil. Da sollte man vielleicht nicht reinrennen, wenn sich das Ding dreht. Ja, also in dem Sinne dann eine Wiederverwertung einer alten Idee. Ich glaube, sie haben es auch im zweiten Teil mal gebracht, oder? Kann das sein? Bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber habe ich jetzt auch nichts gegen. Ich fand das eigentlich immer ganz lustig. Und jetzt auf der Switch, wo noch mehr Details möglich sind, ah ja, kann man da, glaube ich, ein bisschen mehr noch draus machen als früher. Was zur Hölle? War ich da jetzt echt zu langsam? Gut, dann teilen wir uns auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Dabei hat nur noch so ein Futzelchen gefehlt, ne? Eine halbe Sekunde oder so. Richtig ärgerlich. Okay, wir haben da auf jeden Fall noch eine Tür, aber wir schauen uns, denke ich, erstmal genauer in diesem interessanten Raum um. Warum fallen die Sachen eigentlich nicht alle runter? Ich kann die teilweise runtersaugen, aber von alleine fallen sie nicht runter? Hä? Logik? Aber gut, wir sind ja hier auch in einer zauberhaften, magischen Etage. Sicherlich gibt es dafür auch eine Erklärung. Aber sie wird nicht verraten. Wie bei guten Zaubertricks üblich. Ach, ich sehe auch gerade, hier rechts geht's gar nicht weiter. Laut Karte. Da braucht man, glaube ich, einen Schlüssel. Auf jeden Fall ist diese Tür blockiert. Gut, dann denke ich mal, werden wir den Schlüssel hier im Bad finden. Ist der vielleicht in die Badewanne gefallen? Oder in die Toilette? Oh, was zum... Gar nicht gesehen, dass da ein Feuerlöscher war. Feuerlöscher im Bad. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Wenn es da brennt, dann einfach Wasserhahn anmachen, oder? Oder duschen. Genau, das Bad überlaufen lassen. Wird schon. Das löst alle Probleme. Wenn es irgendwo brennt, hey, lass überlaufen. Früher oder später löschen sich die Flammen und... Oh! Gleichzeitig verhinderst du ja auch noch, dass sich der Rest des Hauses entzündet. Du sollst nicht in die Toilette gucken. Was zum Teufel? Aber wobei, das ist gut. Es geht mit der Musik auf einmal ab. Jetzt können wir den betäuben. Das ist gut. War aber purer Zufall. Ich wollte eigentlich meine Lampe aufladen. Oder was wollte ich? Irgendwas wollte ich machen. Aber nicht die Toilette bedienen. Ah! Danke, liebes Publikum, fürs Dabeisein. Luigi bedankt sich hier schon, bevor der Part zu Ende ist. Wahrscheinlich, weil ihr alle schon direkt geliked habt. Ja, richtig so. Richtig so, Luigi. Du sollst die Truhe aufmachen. Da ist er, der Schlüssel.
Yippie! Oh yeah. Elmen! Oh, oh, oh. Ja, guck mal noch mal kurz. Aber hier haben wir alles. Ja, aber auch das mit der Truhe, nichts Neues. Die haben wir schon im Basement 2 gesehen. Damals musste ich sie mit einem Fußball betäuben. Jetzt mit einem Fisch. Was kommt als nächstes? Ach, da ist die Bühne. Also der Hauptraum. Noch bekommen wir es aber nicht mit den drei Zauberschwestern zu tun. Sondern mit wem? Die Scheinwerfer sind doch auf irgendjemanden gerichtet. Außerdem habe ich jemanden auch schreien hören. Zeig dich, wer auch immer du bist. Kann ich mal kurz hinter die Tresen? Ich darf mich doch bedienen, oder? Ja, die Chips, die Wassermelone, der Kaffee. Cola. Klar. Alles meins. Und was ist denn das hier für ein Bild? Irgendeine weltberühmte Geisterzauberin oder was? Ich guck mal auf die Bühne. Oh! Alter! Schon wieder zwei? Das kann doch nicht euer Ernst sein, Nintendo. Wie soll man das denn schaffen? Na super. Ja, klasse. Vollkommen verkackt. Willst du mich komplett verarschen? Das wird nix. Der wollte gerade flüchten. Gerade noch verhindert, aber ich denke, das wird nix. Also beide kriegen wir auf keinen Fall. Wow, den habe ich auch im letzten Moment noch erwischt. Der wollte auch gerade flüchten. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er gleich 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 weg. Oh mein Gott, ist der eine tot? Nein, ist er nicht. Er lebt noch ganz knapp. Mach, Luigi, mach! Wo ist der andere? Ist er weg? Nein, ist er noch da, ist er noch da! Oh, Digga! LOL, was? Wie hab ich das gemacht, Alter? Ich hab doch noch beide gekriegt. Aber die Hälfte vom Schatz ist schon verpufft. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt, beide komplett einzusaugen? Oder sollte man akribisch alles schnappen, was auf den Boden fällt? Oh ja, hey, also hier geht der Punk ab. Oh, und da ist auch noch was. Wie geht das auf? Unter dem Automat ist außerdem noch eine Tür. Aber dass man die Automaten wegziehen kann, das wissen wir ja bereits. Was ist das denn hier? Ah. Ist das für die Verriegelungen da? Glaube ja. Wie jetzt auf Zeit? Da ist ein Edelstein! Ich glaube, den hole ich mal als erstes. Wenn ich es überhaupt schaffen kann, zeitlich. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay. Müssen wir uns so wieder aufteilen. Scheint so eine Sicherung zu sein. Und wir können die Sicherheitssysteme nur für gewisse Zeit außer Gefecht setzen. Aber auch gut. Dritter Edelstein in diesem Part. Kann man machen, kann man machen. Habt ihr da oben über der Bühne noch diesen Schlitz gesehen? Komme ich irgendwie da rauf? Oh, und auf der Bühne ist ja auch noch einer. Schau ich mir gleich an. Einen Moment. Ah, man kann es nur sehen, wenn Luigi da hinten steht, weil die Kamera dann schön weit rauszoomt. Vielleicht ist das aber auch ein Grafikfehler. Keine Ahnung. Wir warten mal ab. Weil eigentlich ist es ja eine Etage. Piep, 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 piep. Okay. Also wir sehen noch einen Schlüssel und eine Maus. Oh. Machen wir das doch so. Geht schneller und vor allem einfacher. Frage ist bloß, warum bekommen wir eine Vorschau auf diesen Raum? Ist der so... Aha. Kompliziert? Ach, das mit den Geldgeistern hat nur geklappt, weil...
ich so perfekt die Scheinwerfer auf mich gerichtet hatte. Das war aber Glück, dass das richtig eingestellt war. Das war nämlich gar nicht geplant. Coole Sache. So, wir sollen uns auf jeden Fall den Schlüssel holen. Wir müssen dadurch aber erstmal durch ein weiteres Bad. Ist sehr wohnlich eingerichtet hier. Ich glaube, die drei Schwestern leben hier schon lange. So voll waren die anderen Hotelzimmer nämlich nicht. Muss aber sagen, ich mag den Stil. Gut, auf eine Dusche in Ketten kann ich verzichten, aber wer weiß, was für geisteskranken Scheiß die da veranstalten. Ah, ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube, ich habe auch mal, als ich ein Kind war, so eine Zaubersendung gesehen. Da gab es auch so einen Zauberer, der hat sich halt fesseln lassen. Und dann... Ja, geht auf, okay. Und dann da einsperren lassen und der musste dann natürlich mit der Luft, die er gerade so halten konnte, sich aus den Ketten befreien oder eben ertrinken. Ja, das ist schon interessant anzuschauen, aber man hat natürlich auch immer Angst. Boah, geht da was schief, Alter? Was zum... Da gehen die Kugeln einfach mal baden. Was ist das? Ein goldener Fisch? Ein Goldfisch. Ein Goldfisch. Der beste Witz des Parts. Ja, aber ist ja so. Goldener Fisch, der Geldmünzen und Scheine spawnen lässt. So ein Goldfisch hätte ich auch gern, du. Wo kann ich denn den Züchter kontaktieren? Wenn ihr auch einen wollt, ich bringe euch gerne welche mit. Kein Problem. Okay, nun zum Key. Hä? Achso, Luigi hat sich, glaube ich, nur wegen des Raben erschreckt. Na, wenn das alles ist. Aber irgendwas ist hier doch faul. Was? Nur eine Münze in dem Sparschwein? Oh. Montas Aquarium. Cool. Ja, Aquarien können schon auch richtig schön sein, aber ist auch teuer, ne? Und du musst dich da auch regelmäßig drum kümmern, so. Nächstes Sparschwein. Ja, schon ein bisschen mehr drin, aber immer noch kein YouTuber-Sparschwein. Dreht sich denn da? Ach, Spiegel? Okay. Ich glaube übrigens, in diesem Raum wird irgendwas passieren, weil der Schlüssel liegt so auf dem Serviertablett. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht gibt es irgendeine tierische Überraschung. So einen wahnsinnigen Hasen oder... Was könnte es noch sein? Ja, es könnte auch noch ein riesiger Rabe sein, der vielleicht von hier gegen die Scheibe fliegt. Stehen geblieben, Mäuschen. Aber eigentlich wird ja nur mit Raben und mit, Häschen in der Zauberei gearbeitet, ne? Halt, 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 komm her, komm her, komm her. Kennt ihr noch Vincent Raven? Oh, das war so ein Ehrenmann. Der war total creepy, der Typ. Aber ich habe ihn irgendwie gefeiert. Vincent Raven, damals bei der Uri Geller Show auf, wo war es? ProSieben, glaube ich. Ich habe ihn so gefeiert. Lol. Die ganze Zeit habe ich mich beschwert über die Sparschweine und jetzt gibt es da einfach mal eins mit einem Edelstein drin. Ja, moin. Das war das YouTuber-Sparschwein. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen. Bis auf die Überraschung, war ja klar. Ich hatte recht mit dem Hasen! Aber... Oh. Was zum... Ein Schlüsselhase? No, 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 no. Oh.
Also, ja. Das hatte ich jetzt so in der Art nicht erwartet. Weil seit wann kann ein Hase einen Schlüssel als Schwanz haben? Da sind mir diese Stoppelschwänzchen aber lieber. Was mache ich jetzt mit dem? Hä? Was zur Hölle? Achso, Fuji muss ihn wahrscheinlich blenden, wenn ich ihn halte. Nein? What? Andersrum? Ach, warte. Ach, ja, das waren doch auch wieder Kügelchen. Das heißt Düsterlampe. Ja, ja, ja. Genau dasselbe wie bei der Truhe und bei dem Mülleimer. Das muss man immer bedenken. Immer wenn diese Kügelchen zu sehen sind, Düsterlampe. Aber wie geil war das bitte? Schlüsselhäschen. Goldenes Schlüsselhäschen. Echt cute. War jetzt aber nicht ganz mit dem verrückten Hasen oder dem wahnsinnigen Raben zu vergleichen, was ich erwartet hatte. Ich musste so ein bisschen an den Hasen aus Alice im Wunderland denken. Mit seinen Hüten und so. Sowas habe ich erwartet gehabt. Aber, hey. Trotzdem ganz lustig. Nächster Raum. Oh, das ist ein Spiegel in der Mitte, das sehe ich jetzt schon. Das heißt, hier hinten versteckt sich was. Mal sehen, was. Aber ja, sie schaffen es bis jetzt wirklich, jeden Raum einzigartig zu machen und mit, ich sag mal, Zauberklischees zu bestücken. Gefällt mir. Die Etage ist jetzt weniger special als andere, aber macht trotzdem Spaß. Jetzt haben wir aber, glaube ich, so langsam alles durch, oder? Gibt es noch irgendwelche Mainstream-Zaubertricks, die wir noch nicht gesehen haben? Oh, was ist das? Okay. Auch lustig mit der Kaffeetasse, ey. Die fliegende Kaffeetasse. Wer kennt sie nicht? Oh, Bombe! Weg da! Ja, natürlich lässt er sich noch am Arsch sprengen. Aber es war ja auch lange Zeit nicht die Möglichkeit, da zu duschen. Sprich, die Bombe hat einfach nur das bereits festgetrocknete für mich weggesprengt. Ich weiß, das wolltet ihr nicht hören. Was soll denn der Quatsch? Oh! Ja. Why not? Mhm. Faszinierende Etage. Nächstes Mal geht's weiter und das ist auch garantiert keine Illusion, versprochen.